Smaragden hier in der Ecke, weil der Creeper explodiert, wo ich eben ins Loch gefallen bin. Alle Beeten mit weggenommen hier. Ja, die sind heftig. In meiner Testwelt wollte ich mir übrigens gerade versuchen, mit Manilim zu arbeiten. Bin aber nicht so weit gekommen. Jetzt knistert's. Du siehst ja schon wieder so gespickt aus. Ja, ich würde mal sagen, in der 1.12 sind die Anforderungen gestiegen, ne? Ja. Wir halten verdammt viel aus mittlerweile. Pfeile helfen. Was, Pfeile helfen? Pfeile helfen, hat gerade einer erledigt. Ein Creeper. Zwei Pfeile hat er gebraucht. Wie kann man Pfeile machen, wenn man keine Federn hat? Ah, unser Tierfallen, unser Trap. Tierfallen brauchen wir. Gleich bauen die Dinger. Weil unser Problem sind Federn. So, ich hoffe, es ist erstmal ein Bogen für dich. Zack. Ich hoffe, du hast ihn aufgenommen. Und exakt die Hälfte meiner Pfeile, nämlich 5. Ich habe nur noch 3, weil ich gerade 2 verbraucht habe. So, das heißt, ich baue eine Tierfalle. Und dann kannst du mir zeigen, wohin du denn die Sachen haben möchtest. Haben wir keine Tierfallen hier drin? Oder heißen die nicht Tierfalle? Nö. Ich mache nur Falle. Bodenfalle heißt so und Wasserfalle. Bodenfalle baut man. Truhe, Falltür. Falltür her damit. Haben wir. Truhe. Haben wir. Bodenfalle am Start. Dann brauchen wir für die Bodenfalle Köder. Wie war das mit den Weizensachen? Dass wir Köder draus gemacht haben? Fruchtköder? Weißt du noch, wie es ging? Die Presse, ne? Ja. In meiner Presse. Hattest du als Nebenprodukt, hattest du dann die Ködersachen rausbekommen. Für die Presse brauchte ich Eisen. Redstone. Wie viel Redstone hast du mitgebracht? 16 oder so. Ja, damit sollten wir erstmal arbeiten können. Nehmen wir erstmal die Hälfte raus. Eisen haben wir. Preis an. So, da ist meine Presse. Da brauchen wir 2 Kolben für und 6 Eisen. Ja, damit.
So, die Presse. So, wenn man diese Presse. Ich packe die mal hier draußen vor die Tür. Presse. Wenn nicht, müssen wir schnell so eine Gärten abernten. So Sachen auspressen können. Nee, die gehen leider nicht in der Presse. Was ist denn los? Dann gerade einer hat das Haus angebaut. So, und hier kann man dann die ganzen Dinge reinstellen. Komm mal. Brauchen wir vier oder fünf nebeneinander? Wir können über sechs stellen, kein Problem. Stimmt. Obwohl, nee, warte mal. Ich glaube, die müssen aneinander sein, damit sie alle zusammen angezeigt werden. Egal. Wir machen erstmal die vier, die wir haben. So, wir fangen erstmal an mit der. Mit dem Schablonenschlanze. Die Schablonenschlanze fehlt mir noch. Schablone. Schablonenschlanze, Schablonentisch, da ist er. Hab ich den schon? Nein, habe ich noch nicht. Schablonentisch, da ist er. So, okay, wir fangen an. Schablonentisch, Schablonentruhe. So, Schablonentruhe, Schablonentisch. Schablonentisch, neben dem Tisch kommt die. Der Werkzeugteilbauer. Und daneben kommt der. Nee, erstmal die Werkzeugstation, zack. Und da können wir dann mal gucken, ob wir die Werkzeuge fertig gemacht haben. So, mal gucken, ob es funktioniert. Nee, hier funktioniert es leider nicht. Bei mir hat er gleich alle fünf hintereinander angezeigt, wenn du auf einen von denen drauf geklickt hast. So, hier brauchen wir einen Bruchstein. Da brauchen wir Zuckerrohr brauchen wir. Für Papier dann wieder. Doch, gesehen hatte ich glaube ich schon welchen. So, Schablonentruhe, zack. Schablone rein damit. Zack. Macht ihr mal noch eine normale Truhe hier hin? Falls du noch mehr Schablonen machen musst, hast du nämlich dann eine Truhe, wo die drin sind. So, dann kann der Bruchstein da rein. So, dann mache ich schon mal die ersten Formen fertig. Was möchtest du? Alles klar, auf jeden Fall den Hammerkopf, das ist klar. Ja, Hammerkopf. Wie eine Pickaxe braucht man. So, also erstmal einen. Spitzhacke, Hammer. Dann brauchen wir als nächstes den Kopf von dem schnellen Buddler. Dann den Hammerkopf. Dann die große Bindung und die kleine Bindung. Dann braucht man die große Platte.
So, du wolltest dann nur normale Schwerken haben, ne? Ich finde es doof, dass der Mauszeiger nicht anzeigt, was es ist. Wenn ich später fertig gemacht habe, ja? Schärfungsset, ja, Schärfungsset brauchen wir auch, damit wir die Sachen aufwerten können, genau. So, dann brauchen wir noch ein Sensenblatt brauchen wir, ne? Große Bindung, kleine Bindung haben wir. Messerklingenschablone brauche ich auch für unsere Pommes frites. So, weiter geht's mit. Schon wieder nach. Möchtest du eine Schaufel irgendwann mal aus anderem Material haben? Eine richtige Schaufel? Mit Sicherheit, ja. Okay, da haben wir davon auch gerade einen gemacht. So. Dann den Kreis werden wir mal diesmal mitmachen für die große Pfanne, die wir irgendwann mal machen können. Wer weiß, wofür die noch nützlich ist. Was haben wir hier? Schildplattenschablone. Ich glaube, die ist für ein normales Schild. Achso, ja, ganz wichtig. Unsere Griffe. Und die Griffe geht gar nichts. So, die ersten Schablonen sind fertig. Das heißt also, es geht los aus Holz, aus Stein die Sachen auszustenzen.